Willkommen zu Rainer Wein, dem politischen Podcast aus Wien. Mein Name ist Gunther und mein heutiger Gast, das ist die Moderatorin und Sängerin Nina Malaika aus Hamburg. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Es ist wunderbar, dass du hier bist, Nina. Und das ist für uns auch mal eine Gelegenheit, ein bisschen über die Grenzen hinaus zu gucken. Also aus Hamburg kommst du, weit gereist, bist hier aktuell in Wien und hast natürlich auch ein bisschen was im Gepäck, nämlich die Erfahrung einer international bekannten Künstlerin. Das darf man, glaube ich, so sagen. Du warst ja unter anderem auch mit deutschen Größen auf Tour, also Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer da zu nennen. Ja, aber Cher auch als Star, als internationaler Star. Kannst du ein bisschen erzählen darüber, wie man überhaupt Sängerin wird und wie der Weg in diese Kulturbranche für dich gelaufen ist? Ja, ich glaube, bei mir war es relativ ungewöhnlich. Ich glaube, da gibt es nicht den Weg. Ich kenne bestimmt 100, 150 Sängerinnen allein aus Deutschland. Die hatten alle einen unterschiedlichen Weg. Ich bin da, glaube ich, sehr unkonventionell reingeraten. Ich wusste irgendwie mit 10, dass ich Sängerin, Künstlerin sein will. Ich war irgendwie mega großer Mariah Carey-Fan und habe dann irgendwie mal meine Eltern und Pflegeeltern genervt und die Schule genervt. Und mich hat das alles dann nicht mehr interessiert, so das normale, gängige Leben. Und habe ziemlich abgebaut in der Schule und wusste, ich will irgendwie berühmt werden. Und habe damals natürlich ein ganz anderes Bild von berühmt werden gehabt, als die Realität sich dann bot. Habe dann ganz viel Gesangsunterricht finanziert bekommen. Also die haben mich unterstützt in meinem sozialen Umfeld. Und bin, ich glaube, mit Anfang 20 durch ein paar Freundinnen, die auch gesungen haben in Hamburg, bin ich da ja dann in diese professionelle, als Sängerin auch davon leben zu können, in diese Schiene sozusagen dann reingewachsen, reingeboren. Es ging dann los mit ersten kleinen Auftritten irgendwie beim Stadtfest oder so in Hamburg, also wirklich von der Pike auf ganz klein. Durch die Studios in Hamburg hat man uns rumgereicht, also Frauen werden in der Popularindustrie immer auch mal gerne rumgereicht, weil wie oft auch, gerade wenn wir jung sind, so zwischen 10 und 15 oder so, noch gar nicht so eine künstlerische Identität vorzuweisen haben. Und wir haben ja eine sogenannte Männerdomäne in der Popindustrie. Das heißt, es sind Männer, die dann auch weibliche Musik kreieren. Und da kommen natürlich so ein paar junge Frauen total gut. Und dann wird erstmal viel rübergestülpt und viel produziert. Und dann haben wir angefangen, unsere ersten Erfahrungen zu machen und sind in Talkshows gelandet und in Castingshows. Und ja, von da aus habe ich mich dann über viele, viele Jahre, Jahrzehnte ein bisschen selber gefunden und angefangen auch zu emanzipieren. Und dann ist das wie so ein Schneeball-Effekt. Dann machst du mal irgendeinen Vertretungsjob bei irgendeiner Band oder irgendwie im Background von irgendeinem großen Künstler und dann wächst man da so rein. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden, will ich halt sozusagen in der zweiten Reihe stehen und für andere arbeiten oder schaffe ich es irgendwie selber, eigene Musik und eine eigene künstlerische Identität zu kreieren. Und ich war immer so ein bisschen auf beiden Seiten zu Hause. Ich glaube, das ist auch, was du meinst, irgendwie international oder so. Das klingt immer total groß und toll, aber im Endeffekt des Tages sind es auch flüchtige Engagements, dass du für irgendeinen großen Künstler oder für irgendeine Firma im Ausland mal singen darfst und du bist 3-4 Tage später auch wieder zu Hause. ist alles total super schön und nett, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch mal 10 oder 15 wäre, ich würde noch einen größeren Augenmerk auf weniger der Entertainment-Industrie zur Verfügung stehen, mehr eigene Musik und den Fokus auf eigene Musik und auch mit all den Konsequenzen. Es kann halt auch nicht funktionieren und dann backst du weiter in kleine Brötchen. Aber ich glaube, es hat einen größeren Impact, wenn man eigene Musik nach draußen gibt und nicht nur sein Gesicht für große Projekte, Produkte hingibt. Und dadurch, dass ich immer so auf beiden Seiten zu Hause war, hatte ich natürlich auch einen Einblick in beide Ebenen und habe mich dann irgendwann entschieden, mich vielseitig aufzustellen. Weil ich einfach auch ein großer Reisefan bin. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn ich noch mal jünger wäre, würde ich es anders machen und bin trotzdem sehr happy auch mit der Vielseitigkeit, die ich momentan leben kann oder konnte. Popindustrie hast du eben angesprochen. Mhm. Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Mhm. Also Pop sagt einem noch was, ist schön, aber Industrie, Pop und Industrie, wie passt das zusammen? Also wie würdest du das erklären? Wenn du überhaupt mal diese gesamte Branche in den Fokus nimmst, was ist das eigentlich? Ja. Also bei mir war es so, ich habe in jungen Jahren angefangen, klassischen Gesangsunterricht zu nehmen. Also ich habe wirklich von der Pike auf eine klassische Gesangsausbildung. Das war meiner Pflegemutter damals wichtig. Wenn sie das machen, sie will ins Fernsehen, in die sogenannte Popindustrie kann sie das machen, aber sie soll zumindest eine fundierte Ausbildung bekommen. Vielleicht geht sie doch nochmal an die Oper. Und da hatten sie alle eine große Hoffnung. Und ich habe dann 8 Jahre irgendwie trällern gelernt. Und habe dann aber gemerkt, ich will raus in die Welt, ich will flexibel sein, ich will reisen, ich will nicht ein Festengagement in irgendeinem Theater oder einer Oper. Und
habe dann über den Kontakt zu vielen Plattenfirmen und Verlagen ja sozusagen die Musikindustrie kennengelernt. Und dann war klar, dass es dann die Popindustrie wird, weil ne, es gibt Klassik, es gibt Jazz, es gibt aber auch die Popindustrie. Und heutzutage würde man zum Beispiel sagen, also Radiomucke, das ist so die gängige Popindustrie. Und da war natürlich als junger Mensch mit irgendwie 10 und 15 ein ganz großer Traum, irgendwie mal berühmt zu werden wie Nena oder so. Ne? Das ist auch eine deutsche Popindustrie. Das ist so, sage ich mal, eine klassische Popindustrie. Und in der Regel ist es so, auf dem Weg dahin, wenn du dir dein Leben über den Gesang finanzieren willst, gibt es ja vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten. Dann kannst du in irgendeiner Coverband singen, die so englische Popmucke machen. Und dann singst du vielleicht für irgendwie Philips oder für Sony auf irgendwelchen Firmenfeiern. Kannst als Studiosängerin arbeiten oder viel unterrichten von uns auch. Also das ist ein relativ klar vorgeschriebener Weg, wenn du Geld verdienen willst, was du machen kannst. So, und da gibt es irgendwie 3, 4 verschiedene Sachen. Und meine Erfahrung ist, dass eigentlich alle berühmt werden wollen mit ihren eigenen Sachen. Bei dem einen klappt es oder zumindest davon leben können von einer eigenen Mucke. Und bei denen, wo es nicht klappt, wo es nicht aufgeht, die enden dann oft als Dienstleistungs-Entertainment-Künstlerin auf Schiffen, Kreuzfahrtschiffen. Oder halt singen für andere Leute im Background. Das habe ich auch gemacht für Udo Lindenberg. Das ist auch ein toller Job, aber dahinter stehen ganz häufig auch in Anführungsstrichen gescheiterte Künstler, die eigentlich was anderes oder mehr gewollt hätten. Und ich glaube, wenn man das nicht so reflektiert für sich oder da unehrlich ist mit sich selber, kann das unangenehm werden, wenn man so 10, 15, 20 Jahre zurückblickt und sagt, eigentlich wollte ich doch mal ein eigenes Album machen. Und ja, auch ich habe natürlich da viel mich selber reflektieren müssen, woran lag es denn, wann begann denn das Scheitern? Und ich muss für mich ganz ehrlich sagen, Scheitern in Anführungsstrichen, ich bin jemand, der selber von der eigenen Vielseitigkeit oft sehr zerflattert war. Also ich wollte auf der einen Seite eine Karriere, ich wollte aber auch nicht 5 Jahre an einem Album arbeiten. Ich wollte reisen und ich wollte alles, ich wollte so viel. Und ich glaube, um Erfolg zu haben, das ist, glaube ich, egal, als Sängerin oder wenn du eine Firma aufbaust, du möchtest mit irgendwas Erfolg haben oder du arbeitest an dem Aufbau einer Familie, einer Familienplanung, musst du bereit sein, dich ein paar Jahre auf etwas zu fokussieren. Und dazu war ich nicht bereit. Und für mich war das dann im Nachhinein immer nicht so schwer. Also ich habe da nicht das Gefühl gehabt, ich habe etwas verloren, weil ich wusste, warum ich diese Zeit in der Form nicht einsetzen wollte. Ich habe dann halt in der Zeit, wo meine Freundin aus Hamburg am Album im Studio saßen, war ich dann irgendwie mit einer Band und haben 3 Monate auf Mallorca irgendwie Mucke gemacht und ich fand es toll. Und ich glaube, rückblickend empfinden wir die Dinge manchmal anders, aber es ist diese Reflexion ist aber wichtig, um dann nicht in so einen Trauerprozess zu geraten, weil ich einfach viele 40, 50-jährige Sängerinnen kenne, die sagen, oh Gott, ich habe die Karriere verpasst. Aber du hast sie nicht verpasst, sondern du hast sie dir selber nicht eingestanden durch eventuell fehlendes Zeitengagement. Das ist etwas, was ich bei vielen Damen und Sängerinnen beobachten kann, die aus der sogenannten Popindustrie kommen und dann halt irgendwie ewig nur die Background-Sängerinnen sind. Da gibt es eine ganz tolle Doku auch aus Amerika, den Namen vergessen, wo ganz berühmte Background-Sängerinnen aus den Staaten vorgestellt werden, mit all dem Schmerz, der dahinter steht, dass sie halt immer nur Background-Sängerinnen vom Prinz zum Beispiel waren. Mit, also die eigentlich große Karrieren vor sich hatten. Und warum klappt es manchmal nicht, kann man gar nicht immer sagen. Aber es hat mich sehr berührt, weil damit so offen und ehrlich und emotionaler umgegangen wurde mit einem Traum, der vielleicht in der Form nicht gelebt werden konnte. Ein Traum, der nicht gelebt werden konnte? Also du bist ja seit 20 Jahren ungefähr in diesem Musikbusiness drin. Dieser Traum, der hat sich auch ein bisschen verändert. Ja, also genau. Ich bin ein bisschen älter, ich darf es noch zugeben. Ja. Also ich kenne noch Vinylplatten, also, die man da gehegt und gepflegt hat. Dann kommt irgendwann mal die Disc auf und heutigen Tag ist alles irgendwo im Netz verfügbar. Inwieweit hat das eigentlich diese gesamte Musikbranche denn beeinflusst? Also dass das immer leichter verfügbar gewesen ist, auch die Musik. Ja. Und auch natürlich, für mich jedenfalls, das den Eindruck macht, dass die Konkurrenz in Anführungszeichen ja gigantisch ist. Also es gibt ja Tausende und Abertausende von Künstlern. Ja, total. Ja, genau. Wie du sagst, die Auswahl ist größer geworden. Auch die Anzahl an Menschen, die irgendwie Musik machen wollen und ins Fernsehen wollen oder davon leben wollen oder einfach Musik machen, definitiv. Also ich bin 81 geboren, ich bin 40 jetzt. Und ich kann mich erinnern, dass in den 90ern war ja dieser Hype der Eurodance-Popmusik, wo viele Künstler, aber trotzdem eine überschaubare Anzahl an Künstlern, die man kannte, die unfassbar erfolgreich waren, die in den Charts waren. Und ich weiß, was die damals verdient haben. Und da war ich circa 10 und ich habe gedacht, ah krass, so wird das also mal sein, wenn ich dann dran bin, sozusagen, dann werde ich auch so viel verdienen und ich werde im Radio gespielt sein. Das war irgendwie ein klar vorgeschriebener Weg.
Und das veränderte sich natürlich. Wir hatten ja die Zeiten von Viva und MTV. Ne? Man hat irgendwie diese ganzen Musikvideos noch im Fernsehen geguckt. Und dann ging es irgendwann los mit dieser, ja, es war fast so, also es wurde so, es kamen, wie du sagst, ganz super viele Künstler auf den Markt. Dann kamen irgendwie diese ganzen Online-Geschichten und es wurden auch gar nicht mehr so viele CDs verkauft. Und die ganze Musikbranche, vor allem auch die Popindustrie, hat sich so stark verändert. Ich kann das im Detail gar nicht konkret beschreiben, wann da was passiert ist. Aber es war irgendwann klar, sozusagen die fetten Jahre sind vorbei. Also man kriegt nicht mehr von einem Verlag einen Vorschuss von 100.000 Euro. Die Zeiten waren einfach durch. Und ich hatte das Gefühl, nach den 90ern begann eine Veränderung und irgendwie die dicken Jahre waren vorbei. Ja. Und diese Veränderung, die du jetzt beschreibst, also die sich dann niederschlägt, also immer mehr Musik und immer mehr Künstler streben ins Netz, genau. Erreichen dadurch mehr oder weniger viele Menschen. Aber verdienen nicht mehr. Ja. Ist das so eine Art, ja, jetzt muss ich vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, ich bin, wie gesagt, musikalischer Laie. Ist tatsächlich noch die Qualität so entscheidend oder geht es da eher um andere Parameter, die den Ausschlag geben, ob man heutigen Tag im Netz als musikalischer Künstler erfolgreich ist? Ja, die Qualität ist sicherlich nicht mehr so ausschlaggebend. Aber die Qualität damals kann auch nicht ausschlaggebend gewesen sein. Also wenn wir uns mal auf die Eurodance 90s-Szene sozusagen zurückbesinnen, was gab es da irgendwie? Conan, Mr. Waiter und Nana und diese ganzen, das war ja jetzt auch nicht hochqualitativ so. Es hatte irgendwie, es war ein Genre und die Plattenfirmen haben unfassbar viel Geld bezahlt, aber es hatte ja auch keine Qualität so. Irgendwann wurde das dann so, Quantität statt Qualität, so wie du sagst, das ging ins Netz und die Plattenfirmen haben Verträge geschlossen mit YouTube oder vergessen Verträge oder versäumt mit YouTube zu schließen und es hat keiner mehr was verdient. Das war natürlich ein ganz großes Problem. Also ich stecke da jetzt rein rechtlich nicht so richtig drin, diese ganzen Urheberrechtsgeschichten auch. Also ich glaube, das Problem ist nicht, dass die Qualität schlechter wurde, sondern dass einfach der wirtschaftliche Aspekt, da hat ein Versäumnis stattgefunden, das vergessen wurde, beziehungsweise es hatte auch nicht so eine Relevanz, dass die Künstler für ihre Leistungen, wenn etwas online gestellt wird, adäquat verdienten. Und das war damals anders. Die haben hohe Vorschüsse bekommen. Sie sind natürlich auch nicht immer adäquat entlohnt worden. Also ich kenne auch ganz viele Künstler aus den 90ern, die von den Plattenfirmen Apple und Ei bekommen haben und auftreten durften und dann war auch Tschüss. Aber es war noch nicht dieses Ausmaß, wir tun einen Song online, du verdienst eigentlich keine Kohle mehr, sondern du hast zumindest Auftrittsgeld bekommen und da hat sich auf jeden Fall ganz massiv was verändert. Ja, klar, weil es einfach so viele kleine Künstler auch gab, die auf einmal alle am Start waren. Und das habe ich aus den 80ern, 90ern irgendwie anders empfunden. Das war überschaubar, das, was ich zur Auswahl hatte. Wenn man das weiß, also in dieser Branche, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten genau genommen ja dann abnehmen, je präsenter ich im Netz bin. Hat das bei den Künstlern oder zumindest nach deiner Erfahrung denn eine Gegenreaktion ausgelöst, dass man sagt, ich mache hochqualifizierte Musik oder Anspruch oder wie auch immer oder vielleicht auch ohne Anspruch und verknappe das. Also ich gehe zurück ins Analoge. Gab es sicherlich eine Strömung. Ne? Also es gibt ja, wie gesagt, man muss sich die Strömung angucken. Also es gibt natürlich weiter Leute, die wollen auf Masse gehen, die wollen viele Menschen erreichen. Und dann gibt es irgendwie Leute, die sagen, okay, ich backe kleine Brötchen, ich mache eher den Singer-Songwriter. Und da ist eine Branche, wo man jetzt weiß, dass man da vielleicht nicht unbedingt reich mit wird oder so. Also es gibt ja ganz viele verschiedene auch Branchen und verschiedene Künstlertypen, was denen wichtig ist. Es gibt Leute, die sagen, okay, sie wollen vom Live-Geschäft leben. Also CD-Verkäufe heutzutage, das ist vorbei. Die meisten Künstler haben sich dann, wenn es irgendwie funktioniert, dann auch über das Live-Geschäft finanzieren können. Aber da gab es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich habe es immer so gemacht, ich habe gemerkt, okay, ich will irgendwie davon leben können, mir macht das Freude und Spaß. Und ich mag auch diese Vielseitigkeit und ich habe halt da dann auch meinen Fokus sozusagen und irgendwie die Karten ins Spiel gesetzt. Okay, es wird schwieriger, von der Musik leben zu können. Ich stelle mich vielseitig auf, damit ich am Ende des Tages dann auch meine Miete zahlen kann und auch ein Gefühl habe von, ich bin aktiv und ich bin tätig, weil wenn ich die ganze Zeit nur sitze und auf den nächsten Auftritt warte und da kommt dann aber nichts, weil ich sozusagen die Verantwortung nach außen abgebe oder nur auf eine Karte setze, ist es schwieriger. Und ich habe immer gesagt, okay, ich mache dann irgendwie alles so. Ne? Und das wird von einigen Leuten dann auch immer so ein bisschen, okay, nicht so wirklich Künstlerin, die macht so ein bisschen alles. Also es gibt da so ganz unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Mindsets. Was ist Kunst und was ist ein Künstler?
Und da bekriegen die beiden Parteien sich teilweise auch sehr, weil die einen sagen, oh, guck mal, die macht nur ihre eigene Singer-Songwriter-Sache, kann davon aber nicht leben, aber ist Künstlerin. Und dann die andere Seite sagt, oh, guck mal, irgendwie, die macht ja schon wieder einen Job für irgendeine Background-Geschichte. Es ist also auch da, ne, wieder Spaltung und Werten, Bewerten, Abwerten. Das ja, erleben wir heutzutage in anderen Bereichen, das ist in der Kunst genauso. Gibt es da denn in irgendeiner Form innerhalb dieser Künstlerszene zumindest so eine bestimmte Übereinstimmung, also was die Entwicklung anbelangt? Also wie man sich vielleicht in der Zukunft aufstellen muss, weil das, was du ja beschreibst, ist ja praktisch, ja, so möchte ich es mal nennen, der totale Ausverkauf der musikalischen Kunst. Also sie ist beliebig, sie ist überall verfügbar. Mhm. Ja. Du kannst dich dem Masseneinfluss nicht entziehen und schwimmst da halt so mit. Und wer mit irgendwie mitschwimmt, der geht ja auch irgendwann mal ganz, ganz unauffällig unter, oder? Also ich habe das Gefühl, dass auch da das Problem ist meiner Meinung nach die fehlende eigene Wertschätzung Künstlern sich selber gegenüber und der eigenen Branche auch gegenüber. Also ich merke, dass viele Künstler gar nicht bewusst wahrgenommen haben, dass diese Veränderung, die irgendwann mal begann, dazu führen wird, dass sozusagen sie selber irgendwie das Fressen von der Hand gezogen bekommen. Das haben viele nicht mitbekommen. Und selbst ich merke, wenn ich darüber rede, ich kann es nicht hundertprozentig beschreiben, was passiert ist und wann es begann. Es ist bei mir auch eine ungefähre Information. Und da gibt es zum Beispiel Kolleginnen wie Julia Neigel, die ja ganz massiv drin ist, die diese ganze Entwicklungsgeschichte wirklich gut beschreiben kann, auch rhetorisch auf den Punkt beschreiben kann, die sagt, sie setzt sich ein für das Urheberrecht, weil da massive Versäumnisse stattgefunden haben. Da habe ich einen unfassbaren Respekt davor. Julia Neigel ist auch jemand, die eigene Songtexte schreibt und natürlich deshalb aufgrund dieser ganzen GEMA-Thematik auch mehr oder ein größeres Interesse hatte, das zu verfolgen. Aber was mir auffällt, ist, dass ganz viele Künstler überhaupt gar nicht wissen, dass wir in einer Abwärtsspirale, vielleicht wissen sie es, aber es ist trotzdem nicht wirklich im Bewusstsein angekommen, was man hätte gemeinschaftlich auch tun müssen. Viele haben ja davon sogar noch profitiert, also zum Beispiel junge Künstler. Ich kenne viele, die sind jetzt irgendwie 15 bis Mitte 20, die in diese elektronische Szene gegangen sind, die natürlich davon stark profitiert haben, als DJs vielleicht irgendwo aufzulegen und auch ihre Mucke online präsentieren zu können. Also ich glaube, so in der Elektrobranche habe ich das Gefühl, da haben einige sehr stark profitiert. Es wird, ne, und dann gab es aber, wie gesagt, Handmade-Musiker, das wurde so ein bisschen in den Hintergrund getreten, denn die können dann vor 100 Leuten in der Kaschemme spielen. Also man kann das immer nie pauschalisieren. Die Digitalisierung hat bei jungen Künstlern, die am Rechner sitzen, ihre Mucke machen, da haben einige sehr profitiert von. Und dann gibt es Leute, die halt, ne, wie Julia Neigel, sagen, okay, die alte Musik irgendwie, das wird alles nicht mehr gewertschätzt, wir verlieren unsere Tantiemen, da müssen wir jetzt kämpfen. Und wir sind die Musikbranche, aber die Musikbranche hat nochmal 100 Unterfächer, sage ich mal. Und wir sind einfach nicht eins. Da gibt es Menschen, die haben Prioritäten und andere haben gewisse Prioritäten nicht. Und das hängt auch mal mit dem Alter zu tun. Von daher glaube ich, dass wir nicht erwarten können und konnten, dass wir da alle an einem Strang ziehen. Also das Bewusstsein, ne? Was bedeutet Musik, was ist mir Musik wert und was bedeutet mir das auch, dass ich das in irgendeiner Form vergütet bekomme? Viele Leute haben ja auch so einen Output-Wunsch und sind einfach dann total happy, wenn sie was gemacht haben und wollen das in die Welt hinaushauen und haben vielleicht auch gar nicht den nötigen Anspruch, das vergütet bekommen zu müssen, weil sie irgendwie was ganz anderes, ihre Kohle woanders mitverdienen. Und das ist ein Mindset-Problem und auch ein Bewusstseinsproblem. Also Musik bedeutet nicht mehr so viel. Ich kenne das ja für mir selber auch. Ich mache dann irgendwo einen Klick oder ich gucke auf YouTube, dann habe ich das konsumiert oder ich lade mir einen Song von 99 Cent runter, selbst ich als Musikerin habe vielleicht intellektuell das Bewusstsein, aber ich verhalte mich oft nicht so. Und das kann ich dann natürlich, wenn ich das selber nicht habe, auch nicht von irgendwie Schmidtchen Müller um die Ecke erwarten. Das ist ein Grundproblem. An welche Wertigkeit haben wir Kunst und Kultur gegenüber? Und da ist es nicht gut bestellt um uns, glaube ich. Also zwei Fragenkomplexe tun sich ja da auf. Du hast das erwähnt, also die Julia Neigel, die Tantiemen, also das, was du als Künstler bekommst, wenn andere deine Kunst nutzen, dann bekommst du einen Anteil, also aus diesen Gebühren, die erhoben werden, also für die Wertschätzung des Urheberrechts, also du als kreativer Mensch bekommst einen Anteil. Jetzt ist aber diese Musik verfügbar auf unglaublich vielen Kanälen. Genau. Ob das wirklich so prüfbar ist, wem was das gehört, wird ja das auch immer unwahrscheinlicher. Ja. Es gibt ja auch riesige Plattformen, die unter Creative Commons Lizenz Musik veröffentlichen, die so ein bisschen angepasst wird, wo man bestimmte
ja, vielleicht Songs auch wiedererkennt oder glaubt, sie wiederzuerkennen, aber sie sind immer so getuned, dass es da keine Berührung mehr gibt. Mhm. Ist das tatsächlich noch sinnhaft oder ist aus deiner Sicht dort zu kämpfen, um das zu bekommen, was vielleicht mal entfesselt worden ist? Ist das überhaupt realistisch? Mhm. Wie schätzt du das ein? Das kann ich nicht sagen, weil ich die juristische Grundlage nicht kenne und ich bin zu wenig in der sozusagen Historie der ganzen Geschichte drin. Also ein Teil in mir sagt, ich finde schon, dass wir mit juristischen Mitteln probieren müssen, dem wieder Herr zu werden, weil es braucht ja grundsätzlich eine Reform. Also es kann ja nicht angehen, dass ein Künstler nicht bezahlt und honoriert wird für etwas, was er kreiert, leistet und irgendwo draußen in der Weltgeschichte seinen Gedankengut rumläuft. Das kann nicht sein. Gleichzeitig weiß ich aber auch nicht, ob es mit den alten Mitteln des Rechtssystems funktionieren wird, weil wenn uns urheberrechtstechnisch diese Rechte schon mal weggenommen wurden, wissen wir zumindest, dass es möglich ist und dass das auch lange, lange toleriert wurde. Das sehen wir ja. Frage auch, wie sehr traue ich solchen Firmen wie YouTube und Co., dass die das mit irgendwelchen Anwälten so eintüten, dass ich davon profitiere, das glaube ich nicht. Und da gibt es natürlich die eine Seite, die sagt, wir müssen mit den alten Mitteln des Rechtssystems, auf das ich nicht mehr so baue, versuchen, diese Rechte zurückzuholen oder überhaupt erstmal zu bekommen, falls sie noch nie da waren. Und da gibt es Leute, die sagen, wir brauchen in der Musikindustrie eine komplett andere Reform. Wir müssen andere Wege beschreiten, neu denken und andere Modelle und Lösungen finden. Ich kann es nicht sagen, weil es müsste ein Modell geben, was mir mal zeigt, wie könnte denn das eine, wie könnte das andere aussehen. Und deswegen kann ich das ganz schwer beantworten. Ich bin da auch gerade für mich auch relativ neu in dem Thema, mich mehr einzulesen und mehr zu befassen. Ich bin noch im Austausch mit Julia, die ist da wirklich ein Brain, muss ich sagen. Ich habe da noch keine abschließende Meinung, aber mein Inneres sagt mir, lasst uns neue Wege gehen. Also immer im Alten, was uns schon so lange verraten hat, irgendwie versuchen, sich noch Rechte zu erkämpfen. Die Frage ist, was können wir mit neuen Methoden ausrichten? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kannst du mir in einem Jahr nochmal fragen. Ja. Mache ich bestimmt. Ja. Entwicklung interessiert mich ja. Denn die zweite Frage, die sich ja auch dann förmlich anbietet, es gibt eine Musikindustrie, hast du gesagt. Mhm. Es gibt dominierende Player in dieser Musikindustrie. Also die als Brandbesitzer, als Vermarkter auftreten und die ja offensichtlich ein ganz gutes Geschäft machen. Mhm. Also als diejenigen, die profitieren. Mhm. Und die Plattformindustrie ja auch, weil die ja diese Kunst in Form von Videos anbietet und dann eben das Ganze kombiniert, garniert, anreicht, inklusive Werbung, die man sich reinzieht. Ja. Also die dann von den Werbeeinnahmen wieder profitieren. Also diese Verschmelzung, ist das eine Entwertung der Kunst, die allerdings dann eben halt auf der wirtschaftlichen Seite wieder einen Sinn ergibt, also für die Industrie selbst? Naja, also was heißt eine Entwertung der Kunst? Also wenn man das jetzt einmal ganz wertfrei versucht zu betrachten, ist es so, dass ich weiß jetzt nicht, was zum Beispiel die deutsche Musikindustrie jährlich einnimmt, das weiß ich nicht. Ob das wirklich so wenig ist, wie ich jetzt vermuten würde. Ich habe da keine Zahlen. Aber was natürlich klar ist, ist, dass in Deutschland die Künstler oder Songs oder Musiker, die irgendwie oben mitspielen, in der Regel große Kooperationsverträge haben oder Werbeverträge. Also da ist in der Regel immer ein, wie du sagst, Brand dahinter. Es geht da nicht mehr so sehr, also ein Song alleine oder ein Künstler alleine, den kriegst du heutzutage eigentlich gar nicht mehr groß. Du musst gucken, dass du ihn mit irgendeiner Marke, einer Industrie, irgendeiner Nummer, irgendeiner Werbenummer anschiebst. Das funktioniert in der Regel immer so. Da ist immer ein großer Kooperationspartner dahinter. Das heißt Musik und Wirtschaft aus einem anderen Bereich, das tut sich zusammen, keine Ahnung. Andreas Burani macht irgendwie einen neuen Song, der ist über einem Radio gespielt und ist in einer neuen Coca-Cola-Werbung drin. Das ist in der Regel die Kombi. Das ist in der Pop-Industrie voneinander gar nicht mehr zu trennen. So. Entwertet das die Kunst? Natürlich würde ich sagen, ja. Ich würde das sagen, ja. Aber es ist einfach nur mal der Weg, wie das momentan, das ist das Game. Und wenn du da mitspielen möchtest, dann musst du gewisse Voraussetzungen mitbringen, musst zumindest bereit sein, das mitmachen zu wollen. Und die meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, wenn sie die Möglichkeit hätten, würden es in irgendeiner Form machen. Weil man verdient ja sowieso schon wenig und wenn man irgendwie verdienen will, muss man da mitspielen. Also es geht dann gar nicht mehr ohne, weil die Firmen würden dich auch gar nicht... Also du hast einen Vertrag mit einer Managementfirma, mit einem großen Label, du hast das gar nicht zu entscheiden. Das ist der Weg. Du hast hier einen Song, der muss gepusht werden und irgendwie du bist jetzt für die O2-Kampagne, wirst du da verwurstet. Das ist einfach so. Wenn man das nicht will, dann musst du halt gucken. Das heißt also, die Wirtschaft, die große Wirtschaft übernimmt praktisch bestimmte
Kunstwerke, möchte ich jetzt mal sagen, um sich selber zu positionieren am Markt, im Marktsegmenten und nutzt die Kunst dafür als Vehikel. Ist das so? Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, vielleicht nutzen wir es auch. Also weil wir würden ja ohne Coca-Cola dann vielleicht gar nicht mehr groß werden oder der Künstler mit dem Song würde vielleicht ohne so eine große Koop mit irgendeiner Telefonkampagne oder Coca-Cola oder McDonald's gar nicht groß werden. Also wer nutzt da was, ist die Frage. Weil Coca-Cola braucht das eigentlich nicht. Ne? Denk ich mir dann auch manchmal so. Wer nutzt da was? Und nach welchen Parametern wird da ausgewählt? Gibt es da irgendetwas als Gradmesser, wo man sagen kann, ja, das ist ein ganz klares Kriterium dafür, damit überhaupt zum Beispiel, bleiben wir mal bei diesem zuckerhaltigen Getränk. Nee, ich glaube, da gibt es kein Kriterium. Ich glaube, das Kriterium ist, dass du bei irgendeiner großen Plattenfirma unter Vertrag sein musst oder irgendjemand hinter dir steht, der viel Geld hat und sagt, wir können uns diese Kooperation leisten. Du musst dir vorstellen, wenn ich bei einer großen Band in Deutschland als Vorgruppe auftreten möchte, kostet das Geld. Ich muss mich da einkaufen. Das kann ich mir nicht leisten. Das heißt, du kannst davon ausgehen, jeder Künstler, der bei einer großen Band als Vorgruppe mit dabei ist, außer es ist vielleicht irgendwie die Cousine von Nena, zahlt dafür Geld. Wer zahlt denn das? Der Künstler nicht. Das ist halt die Firma, die dahinter steht. Das heißt, du kannst davon ausgehen, das einzige Kriterium ist, dass du bei einem Partner unter Vertrag sein musst, der finanzkräftig ist. Ich glaube, es geht mehr um ein Exchange von Geldern und von Machtpositionen. Der Künstler spielt eigentlich gar keine Rolle. Das, was wir sozusagen hören und sehen, wenn wir irgendeine Mucke im Radio mögen, das ist dann Glück oder Zufall oder persönlicher Geschmack. Aber eigentlich sind es Global Player, die miteinander irgendwie kooperieren. Und das wird dann über Kunst irgendwie, wird da was an den Markt gebracht. Aber also ja, je nachdem, wie man Kunst definieren will, hat es damit eigentlich nicht mehr viel zu tun. Das heißt also, diese Marktposition, die von großen Labels auf der einen Seite und von ja, großen industriellen Vereinigungen und eben halt auch einzelnen Konzernen gesucht werden, im besten Verständnis von Marketing, ist der Künstler und die Musik jetzt in deinem konkreten Fall, also ein Teilaspekt dieser Vermarktungsstrategien, die ich habe. Ja. Und wenn du bei der richtigen Firma unter Vertrag bist, dann hat man die Möglichkeit, sich in dieses Karussell einzukaufen. Genau. Das ist ja eigentlich eine ziemlich ernüchternde Message für jeden, der jetzt irgendwie sagt, Mensch, du, ich kann was, ich spiele sehr gute Musik, ich singe sehr hervorragend und ich kann ja was, aber das ist nicht der Qualifikationsgrad. Nein, gar nicht. Kann es ja im Endeffekt, ich sage es dann, also in der Zeit, in der wir heute leben, auch nicht mehr sein, weil wer definiert denn, was gute Musik ist? Also wenn wir uns sozusagen angucken, wer heutzutage in den deutschen Charts ist, das sind immer irgendwelche Rapper und es ist auf jeden Fall immer Helene Fischer dabei. Jetzt, wer bestimmt sozusagen, dass das qualitativ hochwertige Musik ist? Also es mögen viele Leute, aber wer sagt jetzt, was Qualität ist? Also ich habe eine andere Definition von Qualität. Es hat eine gewisse Legitimation und Berechtigung, bestimmt, muss es ja haben, weil irgendwelche Leute kaufen das ja. Bei Helene Fischer sind ganz viele Leute auf dem Konzert. Aber ich sage mal, nach deiner oder meiner Definition, handgemachte gute Musik, das ist auf jeden Fall kein Kriterium, um zu sagen, das ist gut und sowas hat jetzt irgendwie Chancen am Markt. Definitiv nicht. Das ist eine sehr veraltete und auch eine sehr naive Denkweise und die ist total wichtig, weil wenn wir die gar nicht mehr hätten in unserer Gesellschaft, dann hätten wir auch gar keinen Gegenpol mehr. Und es gibt ja immer noch auch eine deutsche Singer-Songwriter-Szene, die wo wir uns aber auf den Weg machen müssen. Wir müssen uns auf den Weg machen, diese Künstler zu sehen und zu finden, weil die halt nicht so groß angeprangert werden. Die spielen halt in kleinen Clubs und das ist halt unsere Aufgabe, ne? Das weiter aufrechtzuerhalten. Aber es ist, wie du sagst, komplett entromantisiert, auf jeden Fall. Das habe ich ja auch im Laufe meiner Tätigkeit als Künstlerin mitbekommen. Und trotzdem kann ich dir nicht sagen, ich habe ja auch öfters mal diese Möglichkeiten gehabt. Also ich habe auch mit Plattenfirmen wie Sony und so zusammengearbeitet, man hat es probiert und dann waren große Anwälte und Managementfirmen und das kann funktionieren und dann bist du irgendwie drin. Und wenn du die Möglichkeiten erstmal hast, machst du es in der Regel auch als jüngerer Mensch so oder vielleicht auch als älterer Mensch. Also Roger Cicero zum Beispiel, einer der bekanntesten deutschen Sänger, ist ja sehr spät berühmt geworden, der hat eine Möglichkeit bekommen. Und ich kann mir vorstellen, man denkt dann, warum soll ich das nicht nutzen? Warum soll ich meine schöne Musik, ich empfinde es ja als schön, nicht so vielen Leuten zugänglich machen. Was steht mir dann? Dann kommt dieser Gedanke, dann steht mir so viel frei. Dann habe ich mehr Geld, ich erreiche ganz viele Leute, dann kann ich noch mehr große Sachen machen, dann kann ich vielleicht ein soziales Projekt gründen. Das sind ja auch alles unsere Ego-Filme, die da ablaufen, die uns etwas suggerieren. Dann habe ich eine große Zuhörerschaft und kann etwas in die Welt hinausgeben.
die große Zuhörerschaft, das ja bringt mich ja nochmal zurück, wie wird Erfolg gemessen? In den 90er Jahren kann ich mir einen Sinn, da ging es immer um Verkaufszahlen. Ja, das kann man heute nicht mehr machen. Weil das ist heute nicht mehr nein. so. Nein, aber du bist heutzutage in den Top 10 der deutschen Charts mit ganz wenig Einheiten. Also wir reden hier nicht mehr von Verkaufszahlen. Für mich ist, ich bin zum Beispiel ganz großer Philipp Porzell-Fan, ist einer der wenigen deutschen Künstler, wo ich der Meinung bin, wo sich... ich habe ihn auf einem Konzert erlebt, es war die Colorline Arena in Deutschland, da passen mehrere tausend Leute rein, wo sich das deckt, was er an Aufmerksamkeit bekommt, anhand der Menschen, die vor Ort sind, mit der Qualität der Musik. Das ist einer der wenigen für mich, wo es da eine Verschmelzung gab. Und wenn ich sagen will, ist derjenige wirklich irgendwie vorne mit im Game dabei, musst du dir angucken, welche Hallen er füllt. Und wenn er die seit 2, 3, 4, 5, 10 Jahren füllt, kann man davon ausgehen, das zeigt einem, dass er irgendwo mitspielt. So, weil Verkaufszahlen sind es nicht mehr. Und auch wenn du die Leute fragst, ist es nicht so, dass die mir mega verdienen. Also ich habe mit Philipp gesprochen nach dem Konzert und es war wirklich, wirklich voll nett gesagt, wir sind mit einer Nullnummer, ich zumindest mit einer Nullnummer rausgegangen, weil die Kosten im Vorfeld, die da waren, und da habe ich gesagt, krass, das musst du dir mal vorstellen. Also klar wird er noch was verdienen, aber bei weitem nicht so viel, wie das von außen wirken mag. Das heißt, die leben dann von irgendwelchen Werbeverträgen. Also ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, aber das ist schon krass. Ja. Und das bringt uns wieder zurück, genau genommen zu den Clubs, also zu den kleinen Clubs, wo man vor durchaus überschaubarem Publikum spielt, aber immerhin vor Publikum und dort eine Nische besetzt. Inwieweit verfolgst du das? Also gibt es diese Tendenz dazu, dass Künstler sagen, du, ich ziehe mich da komplett raus, weil ich dieses Geld nicht habe oder auch nicht bei der richtigen Firma unter Vertrag bin, die nötige finanzielle Puste hat, um mich da auch eben halt irgendwo zu positionieren und dann suche ich mir meine Nische im Club. Gibt es diese Entwicklung oder ist es so, dass man auch die Clubszene letztlich nicht mehr so hat, wie das vielleicht mal vor 10, 15 Jahren der Fall war? Also die haben wir definitiv nicht mehr. Also ich war nie so eine kleine Club-Szene-Gängerin, es war nie so meins. Also wenn ich in kleine Clubs gegangen bin, habe ich mir immer wirklich Künstler aus den Staaten oder aus England angeguckt. Also diese Szene in Deutschland, meiner Meinung nach, da habe ich nicht so beigewohnt, da kann ich wenig zu sagen, aber ich kriege das mit oder ich höre das, dass auch die Clubszene natürlich stirbt. So, ne? Also das Logo hat, glaube ich, dicht gemacht in Hamburg irgendwie. Jetzt zu Corona ist natürlich sowieso noch mal schwieriger. Da werden sowieso ganz viele kleine Künstler und auch kleine Clubs werden sowieso, haben die Arschkarte gezogen. Das ist einfach so nachhaltig, auch ruiniert unsere Kulturbranche. Und dann kriegt man aber mit, dass Ariana Grande oder wie sie heißt, da sind die Hallen ausverkauft nach wie vor mit Zehntausenden von kreischenden Jugendlichen. Also das merken wir schon, dass es geht an die Substanz. Und die Leute aber, die weiter in der Oberliga spielen, die werden auch weiter in der Oberliga spielen. Und ich glaube, dieses Feld dazwischen, das wird weiter nach unten gedrängt. Und es trifft die mittleren Künstler sozusagen und die kleinen, definitiv. Also ja. Was ist die Konsequenz? Also langfristig, wie würdest du es dann sehen, wie sich dann die Kunstszene dann weiterentwickelt? Ich glaube, es wird sich, das Digitale wird sich weiter ausweiten. Ich glaube, das können wir gar nicht mehr verhindern und aufhalten. Das glaube ich nicht. Dazu gibt es auch zu viele Anhänger von elektronischer Mucke und von Digitalisierung und den ganzen Kram, den du irgendwie auch online die einfach reinballerst, weil da willst du nicht zum Konzert gehen. Das ist nicht nötig. Und ich glaube, dann wird es ja vielleicht eine kleine Schar von Kleinkünstlern geben, die irgendwie im ganz kleinen Rahmen ihr Ding machen. Das ist das, was ich glaube. Also ich sehe da momentan noch nicht so einen richtigen anderen Weg. Da ist auf jeden Fall was passiert. Da gibt es irgendwann sicherlich auch nochmal wieder eine andere Entwicklung. Aber ich glaube, dass wir die nicht mehr erleben. Also ich bin jetzt 40, du bist ja auch schon, und du bist ja noch älter als 40. Ja, schön, dass du das erwähnst. Ja, also ich glaube, dass... bis wir wieder zurück zur handgemachter Musik kommen, da werde ich nicht mehr leben. Und ich glaube, bis die Menschheit wieder zu ihren Wurzeln zurückkehrt und vielleicht kleine kommunale Politik betreibt, das werde ich auch nicht mehr erleben. Und ich glaube, dass das miteinander zusammenhängt. Ich glaube, dass der Mensch sich einmal sozusagen auf den Reset-Knopf drücken muss und das Ding muss so explodieren. Die Menschheit, die Musikwirtschaft, alles. Ich glaube, das ist eine Gesamtproblematik und eine Gesamtthematik. Und das wird noch lange dauern. Das werden wir nicht mehr erleben. Ich glaube, das braucht es. Dass der Mensch wieder anfängt, etwas wertzuschätzen, was er angefangen hat zu entmenschlichen. Weil das, was hier passiert, die Veränderung der Musikbranche, das ist ja ein allgemeines Thema der Menschheit. Wir entmenschlichen uns ja seit wie vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, das ist ja Step by Step by Step.
Und dann kennt der Nachbar sich halt nicht mehr. Und es gibt auch keine Handmade Music mehr. Es gibt nur noch große digitale Firmen. Das geht ja alles Hand in Hand. Und ich glaube, das ist das. Und ich bin ja, wie gesagt, in den 80ern geboren. Ich habe ja noch so einen kleinen Einblick noch bekommen, wie es mal war. Ne? Wir haben ja alle von den großen 80ern und so gesprochen. Ich fand die Musik da auch schrecklich und so. Aber zumindest ist es anders. Irgendwann kamen die 90er und so. Das, was wir jetzt haben, ich habe ja ein bisschen einen Teil der Entwicklung mitbekommen. Und ich glaube, das Ding muss jetzt einfach mal richtig an die Wand fahren. Und Kunst muss sich komplett auflösen, weil es einfach keine mehr gibt. Vielleicht sehe ich das auch zu destruktiv. Ich erlebe ja auch kleine Organisationen, Projekte und Vereine, die sich gründen und sagen, wir gehen wieder zurück ins Kleine, in den Austausch Menschen. Wir machen mit Menschen und machen einmal im Monat eine kleine Galerie-Session mit kleinen Künstlern. Das gibt es ja auch. Aber dann haben wir immer das Problem, dass sich das in der Regel finanziell nicht tragen kann. Dass die Leute nur ein, zwei Jahre wegbrechen, weil sie sagen, ich kann mich nicht finanzieren, ich habe Haushalt, ich habe Stress, wovon soll ich leben? Also die Ratte beißt sich in den Schwanz und ich sehe da momentan noch keine Lösung. Und trotzdem bin ich optimistisch und positiv und sage, ich möchte trotzdem auf der anderen Seite gerne mitwirken. Bei der Seite, die jetzt gerade auf den verbrannten Böden kleine Samen wieder setzt. Also ich bin auch da wieder, ich bin Mensch der Extreme. Ich bin irgendwie immer mit irgendwie auf beiden Seiten zu Hause. So war ich schon immer. Also ja, Utopie und Destruktivität, Optimismus, Pessimismus ist alles in meinen Gedanken dabei, in meinen Beobachtungen auch. Schönes Schlusswort. Das war Rainer Wein, Podcast aus Wien. Mein Name ist Gunther und mein Gast war Nina Malaika, Moderatorin, Sängerin aus Hamburg. Dankeschön.